Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner Live und bei mir zu Gast jetzt Dr. Thomas Nirk. Er ist der Verteidiger eines jener vier tatverdächtigen Afghanen, die mutmaßlich am Tod der erst 13-jährigen Leonie involviert gewesen sein sollen. So lautet der Vorwurf. Und Herr Dr. Nirk, ich würde gleich starten. Sie vertreten eben den Wohnungsmieter, also jenen 18-jährigen Afghanen, in dessen Wohnung Leonie zugegen war und wo jetzt die Frage ist, ist sie in der Wohnung gestorben oder erst außerhalb? Das wird die Polizei jetzt klären und die Ermittlungen. Aber natürlich die Frage, die im Raum steht, und Sie haben es auch im Vorgespräch mir gegenüber schon erwähnt, Sie bekommen viele Anfeindungen und die Frage ist natürlich, warum vertritt man so jemanden? Warum vertreten Sie einen mutmaßlichen Mörder? Die Frage ist absolut nicht nur berechtigt, sondern sie spiegelt sich im Verständnis eines Rechtsanwalts wider. Österreich ist ein Rechtsstaat. Selbstverständlich hat jeder ein Recht auf eine Verteidigung. Aber was die Anrufe immer implizieren, ist natürlich, jeder weiß, er ist schuld. Wieso braucht man da noch einen Verteidiger? Das ist im vorliegenden Fall genau das Wesentliche. Ich habe die Akte nicht gekannt, als ich von einer Kollegin gebeten wurde, dieses sogenannte Verfahrenshilfemandat zunächst zu übernehmen und habe erst im Laufe der Akteneinsicht und der Gespräche mit meinem Mandanten den wahren Sachverhalt verstanden. Und der ist diametral anders, als er bisher erzählt wurde. Das heißt, wir haben vorliegend zwei Zeugen, die von Gewalt und von Drogen und von Vergewaltigungen gesprochen haben. Diese Zeugen waren nie in der Wohnung gewesen und berufen sich nur auf die Aussage meines Mandanten, die dieser ihnen gegenüber angeblich gemacht haben soll. Und das ist unrichtig. Das heißt, Ihr Mandant, um das Ganze vielleicht jetzt noch einmal ein bisschen aufzurollen, Ihr Mandant ist der Hauptmieter oder der Mieter dieser Wohnung in diesem Gemeindebau im 22. Genau. Bezirk. Und wie hat sich das Ihrer Meinung nach zugetragen? Wie kam Leonie an diesem besagten Abend, 25. Juni auf 26. Juni, was glaube ich, in diese Wohnung? Also nach den mir gegebenen und vorliegenden Informationen sind die abends gekommen und der Mandant hat gesagt, hör zu, ich muss am nächsten Tag arbeiten, geht in die Küche und chillt dort. Das hat er zu wem gesagt? Das hat er zu Leonie gesagt, zu dem Ramesh und Zubay, dessen die Spitznamen der beiden Männer, die Leonie im Schlepptau hatte. Also zwei Afghanen sind mit der Leonie in diese Wohnung gekommen. Ihres Mandanten. Und wollten dort abhängen. Wollten dort unter Anführungszeichen abhängen. Gut, und Ihr Mandant hat denen gesagt, sie sollen... Geht in die Küche, ich will schlafen, weil ich muss morgen früh raus. Okay. Und in weiterer Folge sind sie dann zu ihm ins Zimmer gekommen. Vielleicht noch ganz kurz dazu, da stand immer wieder im Raum, dass ein anderer Afghane, der jüngste, der 16-jährige Afghane, ja behauptet, Leonie sei sogar seine Freundin gewesen. Die Eltern von Leonie bestreiten das und sagen, das stimmt nicht. Was ist die Wahrnehmung Ihres Mandanten dazu? Die Wahrnehmung meines Mandanten ist genau die, der Ramesh hat immer wieder behauptet, das ist meine Freundin, aber die Leonie hat zu meinem Mandanten gesagt, nein, das stimmt nicht, das ist nicht meine Freundin. Und die Leonie soll im Vorfeld zu meinem Mandanten gesagt haben, ja, der Ramesh, der will immer Sex mit mir, aber ich will nicht. Okay, also die waren laut der Aussage, die Leonie gegenüber ihrem Mandanten getätigt hat und er ihnen wiedergegeben hat, kein Paar. Die waren kein Paar, aber zumindest waren sie so, dass die Leonie mit diesen beiden gemeinsam zu ihm gekommen ist. Also verfeindet waren die sicher nicht. Sie kannten sich, es gab eine Bekanntschaft zu ihm. Genau. Und dann haben die in dieser Wohnung Drogen konsumiert anscheinend. Das hat mein Mandant mir nicht erzählt, aber eins hat er berichtet, dass er gefragt wurde, ob er irgendwelche Drogen hätte. Und mein Mandant nimmt keine Drogen und ob dann ein Bemühen wie Telefonat oder so war, dass man sich Drogen organisiert, das habe ich bisher noch nicht eruiert. Aber mein Mandant hatte jedenfalls keine Drogen, die er geben konnte. Die Polizei schreibt in diesem Ermittlungsakt, dass Leonie mit 11 Ecstasy-Tabletten betäubt wurde.
kann durchaus sein. Ich weiß nicht, was im Vorfeld passiert ist oder was jetzt im Nichtbeisein meines Mandanten erfolgt ist, halte ich durchaus für möglich. Weil aber da war er in einem anderen Zimmer. Da war er noch zunächst allein in seinem Zimmer. Die waren ja vorher in der Küche gewesen. Und dann, haben Sie gesagt, gingen die in sein Zimmer, ins Schlafzimmer nehme ich an wahrscheinlich. Und, ja. Da und dort kam es zu sexuellen Handlungen. Naja, verkürzt, also zunächst hätten sie eine ganze Weile vorher gekuschelt. Das heißt also, sie hat sowohl den einen als den anderen geküsst. Das war mir auch ein bisschen unverständlich, weil der Ramisch wohl sehr eifersüchtig gewesen sein soll, wie er zugelassen hat, dass sie auch gleichzeitig den Zubei küsst. Aber der Mandant sagt, sie hat mit beiden Männern gleichzeitig geschmust. Und dann kam es zum Sex, sagt er. Zunächst der Zubei und dann in weiterer Folge der Ramesh. Und da ermittelt er jetzt die Polizei wegen Vergewaltigung mit Todesfolge. Richtig. War es eine Vergewaltigung? Schauen Sie, die Prämisse ist immer, der größte Feind des Anwalts ist sein eigener Mandant. Nach dem mir gegebenen Sachverhalt sei es einvernehmlich gewesen. Aber ich meine, die Gerichtsmedizin ist ja mittlerweile so weit, dass man ohne weiteres feststellen kann, ob es tatsächlich zu einem gewaltsamen Eindringen gekommen ist oder nicht. Also diese Ergebnisse kenne ich nicht. Ich glaube, das kann man sehr schön verifizieren, ob Gewalt im Spiel war beim Sexualakt oder nicht. Also die Polizei geht davon aus, aber wie gesagt, die Obduktion ist noch ausständig. Die wird das dann wahrscheinlich auch zweifelsfrei, wie Sie sagen, dann auch bestätigen. Ja. Wie ging es dann weiter und wann wurde der Tod von Leonie festgestellt? War das noch in der Wohnung oder wie? Nein, ist das also nach den mir gegebenen Informationen ging es der Leonie nicht so gut. Dann hat man ihr Milch und Joghurt gegeben, um den Kreislauf wieder ein bisschen hochzufahren. Nicht so gut heißt was? Bitte, Sie müssen immer das Verstehen in dem Gespräch, kann ich nicht jetzt jedes Detail abfragen. Ich will ja erst mal wissen, wie der Gesamtzusammenhang war. Und ich habe ja dann wesentliche Informationen heute noch mal erhalten, die ein ganz anderes Bild gezeichnet haben. Nämlich, es ging ihr gesundheitlich nicht gut. Man hat ja also jetzt mit Milch und Joghurt versucht, die Lebensgeister wieder zu erwecken und ging dann zu dritt aus der Wohnung an die frische Luft. Wie die Leonie dort runtergekommen ist, ob sie jemand getragen hat, das weiß ich nicht. Fakt ist jedenfalls, sie waren dort. Aber dort hat sie noch gelebt, sagt ihr Mandant. Das hat sie gelebt, das werden Sie gleich hören in der jetzt daran sich anschließenden Geschichte. Mein Mandant blieb in der Wohnung, wenn die drei auf die Straße gingen. Nach einer halben Stunde ging Mandant runter, fand alle drei Personen, die Leonie, die beiden Männer vor und stellte fest, dass die Leonie ganz offensichtlich apathisch war. Dann hat er die Rettung angerufen und hat unter Anleitung des Telefonat annehmenden Rettungssanitäters eine Herzdruckmassage gemacht und hat sie versucht wieder zu beleben. Während des Telefonates, und das ist objektiviert durch eine Zeugenaussage, kann eine österreichische Staatsbürgerin, hat geschildert, ich sah einen Mann, der telefonierte und eine Herzdruckmassage machte. Und dann hat sie mein Mandant, diese Zeugin, gebeten, ihn zu unterstützen. Und sie hat in weiterer Folge die Herzdruckmassage fortgesetzt. Also das heißt, zum Zeitpunkt, als mein Mandant da seine Rettungsmaßnahmen setzte, ging er noch davon aus, dass sie lebte, weil das ist objektiviert, weil auch die Zeugin ja weitergemacht. Und diese Herzdruckmassage, die fand wo statt? Auf diesem Grünstreifen, wo dann Leonies Leiche auch gefunden wurde? Auf dem Grünstreifen. Das heißt also, auch die Zeugin musste den Eindruck haben, dass sie noch nicht tot ist. Und dann kam ja die Polizei und da hat ihr Mandat aber anscheinend die Unwahrheit gesagt, weil die hat ja gefragt, welche Bezug die Tatverdächtigen zur Leonie haben. Und das dürften sie ja dort zumindest in einer ersten Stellungnahme nur gesagt haben, sie sind vorbeigekommen. Sie erwischen mich insofern auf dem kalten Fuß, der Akt ist sehr dick. Das habe ich jetzt ganz bewusst nicht wahrgenommen. Ich weiß nur, dass mein Mandant ging, weil er sagte, ich muss zur Arbeit. Und er hatte mit
zwei Personen, die als Zeugen danach ausgesagt haben, im Vorfeld denen berichtet, was vorgefallen war und mit denen ausgemacht, wir gehen nachher nach meiner Arbeit zur Polizei. Die beiden Personen, was aber nicht getan hat. Nein, er ging jetzt zunächst zur Arbeit. Ja. Die beiden Personen, denen er es erzählt hatte, gingen aber vorher zur Polizei, sodass die Polizei meinen Mandanten bei der Arbeit dann abgeholt hat. Mhm. Jetzt heißt es ja auch immer wieder, es gab eine vierte Person. Es ist ja immer von vier mutmaßlichen Tätern. Das hat mein Mandant kategorisch bestritten. Es soll jemand ausgesagt haben, ich war der Drogenkurier, ich habe Drogen gebracht. Er sagte, es war niemand mehr da. Auch das ist ja objektivierbar durch Fingerabdrücke oder was auch immer. Okay, also laut ihm waren nur drei afghanische Staatsbürger in dieser Wohnung. Nämlich er, der 16-Jährige und jener Dritte, der jetzt auf der Flucht ist. Genau, und die Leonie. Also von einem Drogenkurier, der quasi wie ein Pizzaservice auf Bestellung Drogen geliefert hat, sei keine Rede. Die drei waren befreundet, diese drei Afghanen? Oder auch das war eine Clique? Oder wie ist die Beziehung zwischen diesen drei Afghanen? Das überfordert mich ein bisschen. Fakt ist, ich weiß, dass sie sich alle beim Spitznamen kannten. Wie lange sie sich kannten, das weiß ich noch nicht. Es steht auch immer wieder der Vorwurf im Raum, dass das Drogendealer waren, auch Ihr Mandant, dass in dieser Wohnung Drogen verkauft wurden? Ja, aber wenn es denn stimmt, dass mein Mandant keine Drogen genommen hat, und das kann man ja bis ein Jahr im Nachhinein feststellen, dann sind auch keine Drogen dort im Spiel gewesen. Aber das kann man ja alles aus dem objektivierten Polizeibericht dann entnehmen. Also, nachdem ich diese Zeugenaussagen gelesen habe, die von Gewalt und Drogen gesprochen haben, und es handelt sich um Personen, die gar nicht dabei waren, plus ein Dritter, der sagte, ich war in der Wohnung, weiß ich, dass er der Aussage meines Mandanten zu folgen sein wird, als den beiden anderen Zeugen, die nur vom Hörensagen Zeugen sind. Aber jetzt belasten sich diese drei Afghanen ja, also drei nicht, weil der dritte ist auf der Flucht, aber zumindest die zwei, die derzeit in Urhaft sind, ja gegenseitig. Das wüsste ich jetzt aus dem Sachverhalt nicht. Ich kenne noch keine Belastung. Also gibt ja jeder jedem anscheinend die Schuld. Nein, also aus der Aktenlage, wie ich sie kenne, mein Mandant sagt, die beiden waren diejenigen, die mit der Leonie zugange waren. Also eine Belastung jetzt eines anderen, dass mein Mandant, das ist, habe ich keine Kenntnis drüber. Aber wie glaubwürdig ist Ihr Mandant, ehrlicherweise? Sehr glaubwürdig, weil, schauen Sie, das erste Indiz war, ich habe Hilfe geholt. Und wissen wir, ob das stimmt. Aber als ich dann die Zeugenaussage dieser Zeugin las, die sagte, ich sah einen Mann telefonieren und Herzdruckmassage machen, hat sich natürlich seine Geschichte verifiziert. Und das hat seine Glaubwürdigkeit in meiner Sichtweise natürlich extrem erhöht. Plus, wir können medizinisch sicher feststellen, ob ihr Gewalt beim Sexualakt angetan wurde oder nicht. Wenn feststeht, dass keine Gewalt war, war es auch keine Vergewaltigung. Hat Ihr Mandant eigentlich ein schlechtes Gewissen? Er hat ein schlechtes Gewissen, weil er von mir darüber belehrt wurde, dass der Gesetzgeber aktive Hilfesetzungspflichten gesetzt hat. Ihm war das nicht bewusst. Jetzt sagt er, hätte ich das geahnt, dann hätte ich Hilfe geholt. Das rechtfertigt ihn nicht, aber das Unrechtbewusstsein, ja, ich habe Schuld auf mich geladen, die hat er mir gegenüber auch heute nochmal, das war ja der zweite Besuch bei ihm, heute nochmal bestätigt. Ja, es tut ihm nicht leid, das ist einfach zu wenig gesagt. Er fühlt sich schuldig, dass er nicht aktiv vorher etwas unternommen hatte. Ja. Jetzt hat dieser Fall ja auch eine Diskussion ausgelöst über Afghanen und die Straffälligkeit von Afghanen. Sehen Sie auch durch die Zusammenarbeit mit Ihrem Mandanten und auch diesem Fall da ein Problem mit der Mentalität von Afghanen? Ich glaube nicht, dass es die Sache eines Anwaltes ist, ein Statement über andere Völker abzugeben. Aber eins möchte ich doch sagen, das Weltbild des Islam ist im Hinblick auf viele Aspekte zu differenzieren zu dem westlichen Weltbild und die Kultur, die in Österreich gelebt wird. Das heißt, es kommen Menschen nach Österreich aus einem völlig anderen Kulturkreis und mit einem völlig anderen Selbstverständnis.
Verständnis. Und diese Dinge sind objektivierbar. Das Weltbild des Islam, ich habe mich mit Kirchenrecht ein wenig auseinandergesetzt, ist diametral zu unserem Selbstverständnis. Das heißt, das Weltbild des Islam geht davon aus, dass die Frau die personifizierte Sünde ist und sie hindert den Gläubigen auf seinem Weg zum Heil. Wenn das so ist, und das ist die Information, die ich mir angelesen habe, ist es ganz klar, dass das natürlich mit unserem Weltbild nicht kompatibel ist. Es kann ja nicht sein, dass auch der Mann zum Triebtäter herabgewürdigt wird, nach dem Motto, man muss den Mann vor sich selbst schützen. Aber das alles ist nicht meine Aufgabe. Fakt ist, die Tat ist in Österreich passiert und es muss die Wahrheit herausgearbeitet werden. Und jeder, egal welcher Provenienz, hat ein Recht auf eine gerechte Gerichtsverhandlung. Und insbesondere im Hinblick auf die Geschichte gilt es, das hohe Lob auf den Rechtsstaat zu singen. Umso mehr, wenn wir das Abenteuer Aufnahme von Flüchtlingen angetreten haben, müssen wir es auch konsequent zu Ende denken. Ich denke, diese Willkommenkultur, wie sie von Angela Merkel propagiert wurde und von Österreich ja wirklich positiv fortgesetzt wurde, findet eben ihren Niederschlag im Rechtsstaat. Und hier findet ein rechtsstaatliches Verfahren statt. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe, sollte es zu einer Anklage wegen Vergewaltigung mit Todesfolge kommen. Werden Sie ihm auch im Prozess vertreten? Schauen Sie, grundsätzlich ist es immer eine Sache des wechselseitigen Vertrauens. Inwieweit der Mandant mit den Leistungen seines Anwalts zufrieden ist. Der Anwalt kennt verschiedene Varianten. Wenn die Dinge ganz normal weiterlaufen, der Mandant mir weiterhin das Vertrauen schenkt, werde ich ihn selbstverständlich im Gerichtsverfahren vertreten. Sie haben keine Sorge vor weiteren Anfeindungen? Das kann ich mir. Wissen Sie, anonyme Anfeindungen einerseits, auf der anderen Seite sind es auch bekannte Leute, die mich angerufen haben. Es geht darum, um das Selbstverständnis. Wir haben in Österreich einen Rechtsstaat und dem Recht muss Genüge getan werden. Und egal, welche Schuld jemand auf sich geladen hat. Aber es kann ja nicht sein, dass jemand einer Straftat beschuldigt wird, die er objektiviert nicht begangen hat. Also wenn denn rauskäme, dass mein Mandant weder sie vergewaltigt hat, noch ihr Drogen eingeflößt hat, na, ist doch klar, dass die Bewertung des Gerichtes eine andere ist, als wenn er eben diese behaupteten Taten umgesetzt hätte. Herr Dr. Nick, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich danke auch. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück hier auf OE24 TV.